Knapp eine Minute läuft's wieder. So, wieder ins Spiel rein. Läuft soweit. Gut, dann hier Resume. Okay, was ich gerade sagen wollte, wo es auf einmal weg war. Meine Idee war richtig mit dem Feuerstab draufhauen. So, und hier waren noch irgendwo komische schwarze Geistergegner wieder, oder? Ich meine ja schon. So. So, wieder auf Eis wechseln. Weiß nicht, irgendwie. Ich finde den Dauerangriff, den Eis hat, irgendwie am besten. Oder am geilsten. Weiß nicht warum. Bin immer gespannt, was jetzt hier kommt. Ach so, hier kann ich auch nicht mehr zurück. Oh, cool. Hätte ich jetzt, habe ich jetzt schon wieder Wasser passt oder? Wahrscheinlich. Aber da vorne war halt. Das sieht nach Bossraum da unten aus. Irgendwas ruft hier gerade Boss. Moment. Doch nicht, da ist nochmal der Gegner. I, okay. Okay, rote Penisviecher. Igitt. Alter, macht mal ein bisschen weniger Damage. Okay. Eventuell. Nein. Möchte das Ding eigentlich einsetzen? Wirklich? Ihr habt mich jetzt zweimal beim Heilen angegriffen. Oh, seid ihr Arschlochviecher. Igitt. Ah. Okay. Gut, dass der Respawn-Punkt direkt hier neben ist. So, warte mal, wo ist. Hier sind doch meine Heildinger drin, oder? Genau. So. Zumindest weiß ich jetzt, dass da unten kommt. Eventuell soll ich gerade die Viecher öfter parieren. Okay, dann habe ich hier inzwischen einen Weg wahrscheinlich, den ich öffnen kann. Und dann ist ja noch ein Weg. Okay. Zack. Ist es eigentlich noch viel im Spiel oder ist jetzt mittlerweile fast Ende? Auch ich wollte doch nur parieren, ich wollte doch nur parieren. Okay. Okay, Flieg und Sieg. Okay. Okay. Wenn man weiß, was kommt, dann kann man es gut überleben. Hör auf auszuweichen, Mistvieh. Direkt mal heilen. Oh Gott. So. Ziel. Gar nichts. Böser roter Kristall. Cool. Halt. Aha. Die. Okay. Au. Verrecke, verrecke, verrecke. Und gib mir Mana zurück. Juhu. Vier Bosse. Okay. Aber das macht auch wieder kaum Sinn, weil. Eigentlich war jetzt Pick up Counter Magic. Oh. Master of Counter Magic. Level 3 increases Ritual Area. Achso, das Counter. Okay. Interessant. Da gehe ich gleich jetzt. Kann ich den von hier oben kaputt machen? Nein, nein, nein. Ich will noch nicht runter. 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 Ich kann da stehen. Okay, ich habe wieder hoch. Huh. Ah, auch mit Feuer drauf. Okay. Nee, weil wenn eigentlich nach Monika Schluss ist, dann verstehe ich noch nicht so ganz, warum jetzt dann hier. Ich meine, klar, man kann Backtracking und dann irgendwie ein Secret Boss hier.
Aber an sich, vom Prinzip her. Nee. Das ist auch ein bisschen blöd. Weil eigentlich ist es nicht blöd. Eigentlich ist es gut, weil so ist das Spiel doch nicht ganz so linear, wie ich dachte. Dachte ich, dass das recht linear ist, das Spiel. Aber das ist es halt doch nicht. Ob so das Gebiet halt wie in Dark Souls. Ja, wie gesagt, meine ganzen Einwände jetzt gerade, die sind eigentlich vollkommen bescheuert. Ich habe halt ursprünglich gedacht, das Ganze hier wäre halt, Dingens. Na komm, linear. Aber wenn man halt echt zurück kann, ja, dann. Selbst die Dark Souls-Formel stimmt ja. Es gibt Shortcuts, ganz gut verteilt oder mehr oder weniger gut verteilt. Ansichtssache. Und optionale Gebiete, die man halt durch Backtracking finden kann. Ja. Es kann sich eigentlich ganz gut sehen lassen. Kann ich? Nee, kann ich nicht. Wo ist das? Scheiße. War zu dicht. Nein. Ah. Okay. Hätte ich mal eventuell erst wegmachen sollen. Jetzt muss ich jede Wand doppelt dreifach abtesten und angucken. Nur um zu sehen. Das Eis, du Feuervieh. So, jetzt im Handy online schaue, den Stream zum Einschlafen. Okay. Überziehe schon wieder. Ich wollte echt nur bis 1 Uhr eigentlich heute machen. Ich habe auch schon wieder gleich 5 Stunden gestreamt. Das ist. Ich meine, es ist irgendwie auch gut, wenn ich eher anfange zu streamen, dann mache ich auch länger. Weil ich dann halt trotzdem bis 2, 3 Uhr meist mache. Und wo ich um 19 Uhr angefangen hatte, mal mit Terraria. Da habe ich dann auch bis morgens um 7 teilweise gemacht. 12 Stunden lang. Es ist schon interessant. Puh. Ja, verarscht mich durch alleine. Nicht mit mir. Fall jetzt hier nicht runter. Das ist schon wieder so ein Mistvieh. Halt. Kann ich dich einfach runterlocken? Sag mal, wie weit kommt dein Angriff bitte? Ich möchte mich einmal lieber heilen. Gibt der jetzt sonst noch oder ist er gestorben durch Falldamage? Ih, jetzt gibt es hier auch ein Rot. Eventuell will ich jetzt noch eine aufladen und Shotgun durch die Gegend rennen. Okay. Ist auch tot, gut. Hat ja, ich habe gesagt, genau, Dark Souls 2 hatte ich ja vorhin noch irgendwas erwähnen wollen. Das Gute da war nämlich, im New Game Plus hat man ja quasi ein paar Abänderungen gehabt und nicht einfach nur das Scaling erhöht. Da gab es ja auch dann extra Gegner an manchen Stellen. Das. Oh fuck. Nee, nee. Nicht damit. Umrandieren. Okay, Eisangriff. Und schießen. Wie? Okay. Nein, irgendwas lebt da noch von euch. Ist das Fei. Die sieht halt echt wie aus Skyward Sword Fire aus, so ein bisschen. 1:1. Achso, und. Was zum. Warte, wie verarschen?
Jetzt ist da echt eine unsichtbare Wand, die mich wegblockt, wenn ich darüber springen will. Wow. Oder kann ich mich hier draufstellen, damit das aufladen? Gucken, klappt das? Sehr gespannt. Nein, das klappt nicht. Okay. So. Nein, ich werde echt weggeblockt. Ja, wie soll ich denn dann dahin kommen? Moment. Wieder irgendwas übersehen. Ich meine, hier runterfallen wäre eine Option. Ach halt, da ist was. Hallo, Kiste. Du bist Pickup Wind. Okay. Wind Level Max. Master of Wind. Okay. Air Jump, Air Dodge. Dodge can be activated to negate Stunning Effect. Okay. Weiß trotzdem nicht, wie ich aktivieren könnte, aber okay. Funktioniert trotzdem offenbar irgendwie. Und verreckt. Okay. Hier ist eine Deckwand, das erkenne ich. Die hat ein paar Zungenrisse. Aber ich glaube, solche ganzen Upgrades wie jetzt hier, Pickup Ice, oh, Ice Max, Master of Ice. Wieso habe ich erst Feuer 1? Alles auf 3, aber Feuer ist auf 1, okay. Max Stock on Defense Boost, ja, okay. Ne, was ich gerade sagen wollte, ich gehe davon aus, dass dieses Bonusgebiet hier einfach nur für die ganzen Upgrades auch teilweise ist. Also ich kann mir vorstellen, dass diese ganzen Items halt später in die nächsten Gebiete einfach verteilt werden. Wie Feuer 2 und Eis 2 und all sowas. Hier sind wir normale Gegner. Okay. Wird der Damage eigentlich automatisch höher mit den Upgrades oder nicht? Point. Gib hier Mana. So, war hier unten noch was? Da war das Upgrade, da war das, da war ein Gegner, okay. Sie fällt ja nicht mal auf die Nase eigentlich. Eigentlich fällt sie auf die Wange, weil sie direkt ihren Kopf zur Seite dreht. Beim Fallen. Zack. Lassen Sie ran, jetzt komme ich. Komme ich aber auch bei. Okay. Das ist so. Was ist mein Eis? Jetzt komme ich wahrscheinlich gleich bei dem komischen Stein wieder raus, oder? Wo ich jetzt hier so nach oben laufe. Wände gibt es jetzt noch, die fake sind. Ich traue den Wänden nicht. Erstmal geradeaus, weil da ist eine Statue. Irgendwas will mich killen. Ah, die Statue killt die Gegner instant. Oh, das ist ja cool. Okay. All about damage. Mehr Damage ist immer gut. So, Mana.
Ja, und 240 Health, ja, so viel Health habe ich nicht mal. Great Defense vorbei. Stimmt, das wäre auch noch eine Option. Also, das Spiel funktioniert ja so ganz gut eigentlich, aber vielleicht kann man ja doch noch in der Zukunft echt Equipment mit einbinden. Das dann spezielle Varianten stärkt, zum Beispiel eine Rüstung, die Ice Damage erhöht, eine Rüstung, die mehr Defense hat, aber weniger Damage halt. Das wäre eventuell noch so ein bisschen APG-mäßige Elemente mit einbauen. Ich meine, so funktioniert das Ganze auch ganz gut, aber. Also ein bisschen. Wäre, glaube ich, ganz gut. Komm, kaufen wir einen davon. Ja, toll, den kann ich jetzt nicht auf den Boden fallen lassen, weil. Dann aktiviert er sich. Scheiße. Okay. Also ein bisschen die Base-Stats noch durch andere Sachen boosten. Das wäre, glaube ich, eine echt nette Sache. Wenn ich jetzt. Hallo? Ach, und jetzt bin ich. Okay. Jetzt bin ich quasi hier befreit. Und hier wieder umdrehen. Müsste ich nicht mal irgendwann noch irgendwo eventuell das Lichtding finden? Also das letzte Element halt, das Blitzding. Ignoriere mich, ignoriere mich, ignoriere mich. Und der jetzt immer da? Er spawnt nicht immer da. Das wäre witzig gewesen zum Farmen. Wie kommt hier hochgelaufen? Okay. Na, wer kommt jetzt hier oben um die Ecke? Gar keiner. Und frisst das. Okay, und ich habe jetzt auch den Defense Boost beim aufgeladenen Eis gemerkt. Die Schüsse haben nur auf 4 statt 9 abgezogen. Das ist auch hübsch. Aber irgendwie mittlerweile fehlt mir hier ein bisschen Musik. Musik war hier schon mal ein bisschen mehr. Oder habe ich es einfach zu leise gemacht? Kann das sein? Aber es ist mehr eine Gruft, von daher, ich glaube, hier ist echt einfach nur Windgeräusch. Das Ambiente. Okay. Und eine Kiste. Pick up Fire. Ah, Fire 2. Was macht das jetzt? Gain Super Armor during Staff Attack. Okay. Also beim Angreifen habe ich jetzt auch noch Defense. Cool. Und hier sind meine 4 Fies. Das ist eigentlich auch ein extrem geiler Bereich hier dann zum Leveln. Wie viel geben die jetzt? 76? 76 habe ich jetzt. Und was habe ich jetzt danach? Die geben 60. Die roten Varianten geben genauso viel wie die schwarzen. Ist ja mies. Ach, ich kann da auch nicht vorbei wegen der Barriere wieder. Ach so. Ich würde sagen, was war das für ein Geräusch? Okay. Kabusch. So, ich kann wahrscheinlich jetzt eh hier runterhüpfen, aber. Ah, ich komme gar nicht zurück. Okay. Jetzt kann ich hier runter. Angst, dass ich zu dicht dran war, aber okay, passt schon. Alles noch im Rahmen. Nein. Leben und gib mir Mana. Nein, nicht aufladen. Wo war jetzt?
War jetzt der Weg? War hier oben, oder? Gucken. Ja, hier in der Ecke war, glaube ich. Ah. Es riecht schon wieder nach Boss jetzt gleich. Statue davor. Siegel davor. Kleiner enger Raum. Oder auch nicht. Doch, irgendwas ist da. Okay. Ja, nochmal Healing vorher. Boss Time. Bin ich gespannt, was kommt jetzt? Böse große schwarze Kugel. Moment halt, was? Dich kennen wir. Die Range Spectre Armor. Au. Okay. Du machst ein bisschen viel Damage. Ich mochte dich beim ersten Mal schon nicht. Ich mochte dich beim ersten Mal schon nicht. Warte, was? Warte, was? Hab ich das gerade richtig gesehen? Okay, er kriegt Damage. Ich muss nur von oben angreifen mit dem Eis. Okay. Okay. Alles easy. Solange der keine zwei Phasen hat, ist alles okay. Das war knapp. Au. Au. Okay, 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 Moment. Das läuft gerade schon relativ gut. Oh Gott. First try? Keine zweite Phase? Bitte komm. Lass mich mal irgendwie ein Glücksgefühl haben. Ich bin geschädigt von Monika. Keine zweite Phase? Even Spectre Armor Achievement. Okay. Bin ich jetzt durch? Also ich habe immer noch nicht das letzte Element von den Angriffen her, aber es war jetzt der vierte Boss, so gesehen. Eine, ja, empowered quasi Armor vom ersten Boss. Ich erinnere mich ein bisschen so an Dark Souls halt mit den Prison Demon halt. Als Tutorial Boss halt und dann kann man halt nochmal zurück später. Nice GG. Okay. First try die Armor, aber er hat halt von Anfang an direkt sein Endgame Set gehabt. Also seine zweite Phase war automatisch aktiviert. Aber mit dem Eishagel von oben war es jetzt irgendwie kein Problem, weil er ist halt am Helm, ja, am Helm ist er halt extrem verwundbar gewesen. Weil der einzige verwundbare Punkt war halt der Helm oben. Und wenn halt dann der Eishagel kommt, der dann GG. Hier fünfmal aufladen, oder sechsmal, glaube ich. Habe jetzt nicht mitgezählt. Und er ist tot. Ich hatte gerade irgendwie Angst, dass das Ganze jetzt ein bisschen länger dauern könnte. Okay. Das ist die Frage, Moment. Mental Magic. Ne, Arcane ist noch auf 2 und Fire ist noch auf 2. Okay. Also Arcane und Fire könnte ich noch auf 3 machen und halt das andere Ding noch finden. Aber ansonsten, boss-technisch habe ich jetzt alles gemacht. Es wäre jetzt wirklich nur noch das Suchen von den ganzen Sachen, oder? Hm. Suchen, beziehungsweise halt sagen, das muss es. aber es wäre auch nur für die Achievements jetzt dann. Die nehmen sind, glaube ich, praktisch. Wie viel habe ich eigentlich?
Nur so rein aus Interesse. 12 von 21. GG. Ein bisschen spät, aber okay. 12 von 21. Interessant. Ah, was gibt es hier noch? Eine weitere Tasche oder. Pick up Lightning. Oh, ach, da kriege ich mein Element her. Got Lightning, Level 1. Long Range, Single Shot, Powerful Lightning Strike. Charged Up Attack Summons and Lightning Field. Level to increase Charge Up Movement Speed Boost. Okay. Das ist irgendwie cool. Von der einen Seite Arena quasi auf die andere schießen und dann halt ein Elektrofeld hinterlassen, wo man extra Damage bekommt. Ist ein bisschen wie die Sorcerer, die Summoner Weapon aus Terraria. Von dem Old Ones Army Event. Kann man auch quasi so eine Turret hinsetzen. Turret hinsetzen, genau. Die Elektrofeld hat. Ach, und so kriege ich dann hier die Tür auf. Okay. Ach, warte mal. Das ist aber doch auch fast direkt unterm. Es ist ein Raum. Moment, rein von der. Es ist. Er hat den Boden zerstört beim letzten Mal. Aber er ist in einem Nebenraum aufgewacht und nicht runtergefallen wie ich. Okay. Okay. Gut, gut. So. Kann ich jetzt noch irgendwas einsammeln oder nicht? Ich könnte wahrscheinlich die Zauber jetzt auch upgraden weiter, oder? Wobei halt meine Intelligenz auch extrem hochgesetzt ist mittlerweile vom Damage her. Hätte ich ein bisschen ausgeglichener auf alles gebaut, dann hätte er jetzt ein bisschen weniger Schaden auch genommen. So. Kannst du Arcane Level 3 finden. Auch Fire Level 3 und Lightning Level 2 und 1. Oder bekomme ich Lightning Level 2 und 3 dann erst im New Game Plus theoretisch. Also Fire und Arcane fehlen mir noch. Arcane Level 3. New Game Plus, okay. Also Fire 3 dann auch im New Game Plus, okay. Ist gerade. Okay, im New Game Plus dann quasi sammelt man quasi die Upgrades an den vorherigen Punkten wieder ein. Sprich, wenn ich jetzt noch nicht Arcane 2 hätte, oder wenn ich jetzt noch nicht Ice Level 3 hätte, dann würde ich da, wo Ice Level 1 war, würde ich halt Ice Level 3 bekommen, wenn ich Level 2 habe. Quasi so, als ob man stacken würde. So stelle ich mir das gerade zumindest vor. Du bist klug. Ja. Ich denke mir halt nur, wie es am ehesten Sinn machen würde. Das heißt, im Endeffekt muss ich das Spiel zweimal durchspielen. Ne, dreimal durchspielen fast. Ne, doch, zweimal durchspielen. Ins New Game Plus 2 kommen quasi, damit ich Lightning auf Stufe 3 bekomme. Das heißt, ich müsste das New Game Plus machen, mir Lightning 2 holen, nach dem Spectre Boss wieder und dann müsste ich wieder ins New Game Plus gehen und dann könnte ich mir Stufe 3 holen. Was hasse ich eigentlich, wie die Pest. Oh. Aber okay. Ich wollte ja nicht Achievements jagen. Ja, wenn ich jetzt noch Arcane 3 finden kann, dann sag mir ruhig, wo ich Arcane 3 finden kann. Dann aktiviere ich das New Game Plus und dann habe ich das Spiel durch. In rund 8 Stunden. Also, so weit wie es halt bisher ist. Wollen wir noch einen Counter fühlen, wie oft sie jetzt noch hinfällt, bis ich Arcane 3 gefunden habe? Könnte interessant werden. Lava-Gebiet bei der bewegenden Plattform. Ah, ich wusste, dass da irgendwo was sein muss. Ich habe nämlich. Okay, ich glaube, ich weiß, wo es sein könnte. Ich habe zwei Punkte da im Kopf, wo ich noch nicht war. Links und rechts gab es ja diese Vorsprünge quasi. Und. Ich weiß, dass ich da zwar war. Habe ich noch. Ich habe sogar noch. Oh, ich habe noch Seelen. Ganz. Warum so viel kriege ich sonst nicht normal voll? Ich hoffe ja, oh. Ich kann ja eigentlich
wenn das Spiel in einem halben Jahr oder Jahr vielleicht ein bisschen mehr Content hat, kann ich einfach den Account hier weiterspielen. Außer sie haben dann geplant, dass man die ganzen Sachen nochmal irgendwie anders einsammelt. Halt, ich lauf grad. Nee, das doch komme ich ja eh nicht zurück. Nee, halt, warte. Lauf falsch. Ich habe doch da vorne den einen Shortcut geöffnet gehabt. Moment. Genau, links bei der Plattform war ich, da hatte ich geguckt gehabt und rechts habe ich mich aber nicht mehr rüber bewegt. Wahrscheinlich war es da aber dann. Ah, ja. Gut, hätte mir jetzt auch nicht viel mehr gebracht, wenn ich da jetzt Arcane 2 gefunden hätte und Arcane 3 dann jetzt hier schon gehabt. Aber okay. Ist aber so ein bisschen nervig, also ich bekomme zwar Fire 2, aber Fire 3 bekomme ich nicht. Fire 3 muss ich erst wieder ins Young & Plus gehen. Ich meine, es ist auch nicht so wichtig, aber trotzdem irgendwie rein für die Kontinuität, dass man abgesehen von Lightning alles finden kann. Achso, Long Range Single Shot. Das ist quasi. Trifft das den Gegner nur einmal oder öfter beim Schuss? Das wäre auch interessant. Aber das ist wahrscheinlich eher so der Snipe-Mode. Vor allem ist das ein starker Angriff dann. Hopp. Mach mal die Aufladung auf dich selbst. Warte. Mache ich, aber ich spreche erst die Statue an. Brauch fast alles. Oh Gott. Ich dachte, die hinterlässt ein Elektrofeld. Okay. Irgendwie nicht. Den Schuss braucht auch extrem viel Aufladungsenergie. Halt, die Plattform war nicht hier. Nochmal. Kamera nach unten vielleicht. Funktioniert nicht so, wie es soll, glaube ich. Oder ich mache irgendwas falsch. Kannst du den Bereich, ich kann den Bereich verschieben? Ja gut, wenn ich das Ganze so mache vielleicht. Irgendwas höre ich. Wo kommt denn die Puppe her? What the fuck? Wo kommst du her? Ah, von oben. Das Ding macht Damage. Okay. Jetzt auf mich selber. Das ist auch ein Achievement? Ne, ich habe mich mit Eis schon selber umgebracht. Okay. Zählt das jetzt auf die Nase fliegen? Dass die eigenen Zauber einen umbringen können, ist ein bisschen, ja, ein bisschen mies. Ein bisschen. Achso, Trade, ich kann ja mal 120er kaufen. Vielleicht auch mal einen vernünftigen davon. Also. Hätte was jetzt. Ja. Ich bin ja immerhin mit durchs Eis schon mal selber drauf gegangen. Die eigenen Zauber haben schon einige Runs von mir getötet. Ja gut, das ist hart. Aber okay, jetzt merke ich auch, warum du halt nur Damage gemacht hast, weil das Spiel ist jetzt nicht so lang. Und wenn man das Spiel wirklich beherrscht, ich meine, man kann alles nur Damage machen, so ist ja nicht, aber das Spiel ist jetzt, es hat eine relativ gute kurze Länge zum Speedrun oder nur Damage Run. Weil ich dir zutraue, dass es dir trotzdem noch passiert. Ja, davon mal abgesehen, in bestimmten Situationen würde es mir natürlich auch noch passieren. So ist es nicht. Ich will aber wieder darüber wechseln. Dieses Ding ist mir ein bisschen gefährlich. So ein bisschen. Außerdem mag ich das Pew-Pew-Feuer. Ich
meine, ansonsten, eigentlich stehe ich voll auf Shotguns, wie halt die Feuermagie. Aber in dem Fall von dem Spiel. Okay, Nummer 1. Also, meine Idee ist entweder da oben bei der komischen Ruine. Oder hier vorne links. Also rechts war ich, aber ich bin da oben nicht hingekommen. Hab da auch noch nicht weiter versucht hinzukommen, weil ich mir nicht. Weil ich gedacht habe, ich müsste da nicht hinkommen. Oh, ein Schuss. Jetzt erstmal hier vorne rechts nochmal wieder rüber. Weil das da oben, das könnte am ehesten noch sein, dass man da irgendwie hinspringen kann. Hopp. Komm schon drauf. Ja, wie gesagt. Hier habe ich mich schon mal umgeguckt gehabt, so ein bisschen. Ja, es kann wieder funktionieren, theoretisch. Oder? Kommt das von der Höhe überhaupt hin? Moment. Ah, ich wollte quasi die Eis-Armor casten und dann mit den Lavasäulen nach oben. Verdammt. Ah. Verdammt. Ich hätte erstmal die Statue ansprechen sollen. Ja, jetzt muss ich den ganzen Weg wieder rennen. Oh, verdammt. Halt. Da lang. Witzig, wie du die gleiche blöde Idee wie ich hast. Gleiche blöde Idee. Gut. Heißt für mich, das ist schon mal die falsche Idee. Aber okay. Ich meine, man musste halt. Das ist auch so ein Punkt. Man musste halt die Armor casten halt. Die Eis-Armor casten, um durch Feuer zu laufen, glaube ich. Oder? Ich glaube ja. Also ist es naheliegend, dass wenn ich die Eis-Armor caste, dass ich dann quasi von Lava nach oben getragen werde. Ich hätte jetzt vielleicht gute DM-Produkte, die den Bartwuchs fördern. Ich habe bisher nur welche benutzt, die schlecht für meine Haut waren. Kennst du Produkte, die den Bartwuchs reduzieren? Ich brauche das Gegenteil. Oder allgemein. Irgendein. Alle wollten immer unbedingt Haare, Bar, Werte und alles drum und dran haben. Und ich sitze hier und denke mir, Bartwuchs? Haarwuchs? Gibt mir irgendwas, was die ganzen Haare irgendwie eindämmt. Also, lass es vielleicht 2-3 Tage sein und ich darf dir die ganze Brust rasieren. Weil da die ersten Härchen wieder länger kommen. Und nach einem Tag hat man schon die ganzen schwarzen kleinen Stoppeln wieder. Es ist so nervig. Auch weniger Kopfhaar. Kopfhaarwuchs und mehr Bartwuchs. Ja, Kopfhaar ist bei mir ganz okay. Und Bartwuchs. Selbst das. Nummer 2. Bartwuchs habe ich auch keinen Bock drauf eigentlich. Eine Variante wäre halt Hormone nehmen, damit der Bartwuchs zurückgeht. Aber das hat halt auch ein paar andere mehr oder weniger Nachteile. Je nachdem, wie man es dann betrachten möchte. So, Dexterous, komm, schneller aufladen. Bessere Nachdrucksicht, wir brauchen einen Nasencounter. Ja, 2 Stück, seitdem ich es erwähnt habe. Ja, Glatze regelt. Ja, gut. Ist natürlich auch eine gute Option. Ich weiß nicht. Wenn ich jetzt. Ich glaube, wenn ich schlank wäre, wäre ein Glatze vielleicht gar nicht mal so scheiße, aber wenn du eh schon rund bist, dann willst du auch nicht jetzt noch oben drum rund sein. Kenne ich nur mit Afro. Die Reichweite? Ich
Okay, zumindest einen kann ich kriegen. Für so ein kleines Bällchen voll, der ist heiß. The fuck ist das? Sieht aus wie der Schrei. Alter, braucht die Plattform lange. Ja, da wäre ich schneller gewesen, wenn ich außenrum gerannt wäre. Ach Gott, jetzt haben wir schon 3 Uhr. Ey, vor einer Stunde 50 habe ich Monika platt gemacht. Erstmal direkt im Kalender notieren. Hier gibt es auch wieder Musik jetzt mittlerweile. Ah, gucken wir mal hier. Die Musik ist, glaube ich, wieder ein bisschen zu laut, kann das sein. So. Gut, das hier wäre meine zweite Option, weil irgendwie hier war ich noch nicht. Bei meinem Glück ist es jetzt wirklich hier. So simpel und... Oder soll ich... Ich möchte anmerken, meine Idee mit Eisarmor und dann auf Lavasäule nach oben springen ist besser. Aber ich akzeptiere auch, dass ich hier relativ schnell rauf muss, schnell Trombo zurennen muss und dann da auf das Dach springen muss, von dem Dach dann darüber. Das akzeptiere ich auch. Oh, das ist... Musik ist nice, ist besser, aber funktioniert ja, leider nicht. Ja... Kann ich bitte hier einen Schalter haben? Ich will nicht wieder ganz zurück. Dass man halt springen kann oder so richtig gut springen kann, das gibt es halt in Dark Souls nicht. Gerade durch dieses Jump'n'Run quasi hier kann man halt extrem nice Sachen einbauen. Doch, wenn du mit Lightning bist du schneller. Stimmt. Wenn ich Lightning aufgeladen habe. Also muss ich Lightning relativ schnell casten, sobald ich da auf der Plattform gleich stehe und losgefahren bin. Lightning hatte den Turbo Boost, wenn man rumrennt. Oh, warte, ich muss noch E-Mails für Papierkram raussuchen. Okay. Klingt spaßig. Im Stream geht es. Was? Ja, Papierkram habe ich jetzt gerade keinen. Ich habe nur morgen den tollen Termin, auf den ich gar keinen Bock habe. Morgen entscheidet sich so ein bisschen, ob ich jetzt mich noch für ein Studium dieses Jahr einschreibe oder nicht. Will ja eigentlich eher nicht. Ich mach Papierkram auch auf den letzten Drücker. So ist nicht. Es dauert extrem lange. Gott, man hat ja ewig Zeit. Bitte bring mich um. Jetzt habe ich es nicht geschafft von der Zeit her. Oh. Pack mir zumindest jetzt die hier vom Hals. Das kann sich jetzt nur noch um Stunden handeln. Sag mal, Fluss, hab's dir die gleichen? Ich kann bekommen schnell nicht so viel geschenkt. First World Problems. Subs geschenkt bekommen. Ich muss immer noch mal Gedanken machen über ein Icon. Oder mehrere Icons. Aber irgendwie. Weiß nicht. Ich kenne niemanden, der wirklich gut zeichnen kann, beziehungsweise dessen Zeichnungen mir gefallen. Und auf Fiverr irgendwelche 0815 Leute raussuchen, ist es auch nicht so das Wahre. Aber jetzt passt du nicht, Tobi. Hui.
Witzig ist, ich folge dem nicht mal und habe jetzt abgeschenkt bekommen. Ja, gut, das ist das Beste. Das ist immer das Beste, wenn man einfach gar nicht erst followed oder regelmäßig guckt und man kriegt einen Sub geschenkt. Das ist, ja. Hauptvoraussetzung. Ich meine, ihm kann es egal sein. Sein Lohn kommt so oder so. Kann es sein, dass das Boot... Das fährt langsamer, wenn ich... Wenn ich davon runtergehe, fährt das Ding langsamer, kann das sein? Und ja, die Musik ist wirklich nice eigentlich, an den meisten Stellen zumindest. Ah, hier ist ein Stück weiter. Das fährt ohne mich echt deutlich langsamer. Willst du mich verarschen? Ach komm. Warte noch. Noch eher den Luftschlag machen wahrscheinlich. Oh. Knapp. Ja. Wenn halt das Hin- und Hergefahre hier nicht wäre, dann wäre es gar nicht so nervig. Aber jetzt darf ich wieder zurückfahren. Dann darf ich wieder hochfahren. Oh. Da. Wie gesagt, und für das finale Spiel wäre es noch ganz nett, wenn man ihr Aussehen vielleicht verändern kann. Also jetzt nicht irgendwie Körperregler oder so, sondern wirklich das Outfit. Das ist halt echt so ein Standard-Hexenkostüm, ich weiß nicht. Mehr eigentlich auch nicht. Ich meine, ich habe jetzt hier das Outfit, aber wäre trotzdem nett, irgendwie das Haarband rauszunehmen zum Beispiel oder das Haarband zu ändern, vielleicht die Augenfarbe zu ändern, Handschuhe auszuziehen oder andere Farbe. Nichts wirklich Wichtiges, aber es wäre halt da. Das Ding fährt schneller, wenn ich draufstehe, okay. So, du Schlinge, was? Ich meine, man kann das ganze Spiel natürlich auch mit einem kompletten Custom-Character machen. Mit allen Reglern. Und dagegen hätte ich jetzt auch nichts einzuwenden, aber dann wäre es kein Lolis-Wulz mehr. Lalalalalala. Ich spiele und Steam spielt viel zu lange. 5,5 Stunden schon wieder. Mit 15 Minuten Unterbrechung insgesamt. 10 Minuten vorm Start und 5 Minuten quasi offline war. Warum nicht gleich so? Wenn ich jetzt runterfall. Kennst du Wizard Wars? Ich glaube, der Name hat mir vorhin was gesagt, wo du es erwähnt hattest. Hier war Donnerkiss. Also doch was. Aber ich dachte, hier wäre ein Shortcut gewesen ursprünglich. Treasure Hunter. Pick up Arcane. Master of Arcane. Okay. Dann kriege ich noch Master of Fire wahrscheinlich. Aber Master of Fire geht ja erst in New Game Plus. Wie du sagtest. Und das jetzt zu spielen, nee, danke. Als Steam-Projekt mache ich immer nur den normalen Run. Das muss mal reichen. Ein normaler Blind Run. Alles andere, was dann Richtung New Game Plus geht, das mache ich dann vielleicht für mich, aber auch nicht immer. Das wäre Nummer 3. Ich glaube, ich bin nur zum Stream verloren. Oh, nee. Ich meine, so komme ich auch zur Statue zurück. So ist es ja nicht. nee, jetzt bin ich bei der Kackstatue. Scheiße. Zu der wollte ich nicht. Mörder. Ja, wenn man es genau nimmt, ist sie hingefallen und nicht ich. Schön. Hier ein bisschen weniger gewackelt wäre, glaube ich, ganz nett. Ja, dann halt notdürftig da rein investieren. Und wenn man halt farmt, dann kann man natürlich auch die ganzen größeren Kristalle nutzen, wie Defense Up 3 oder Defense Up 2 oder sowas. Also man kann sich, wenn man wirklich nicht auf Leveln direkt geht, sondern nur auf die Items,
man kann sich das schon in vielerlei Hinsicht einfacher machen. Die Monika hat hier schon mal ein paar Slava Aua macht. Ja, das war das einzige Unfaire an Monika. Nummer 4. Das einzige Unfaire an Monika war halt wirklich, dass sie dann andauernd einen in Lava geworfen hat, wenn man... Man steht in der Mitte der Arena und was ist? Monika wirft einen in Lava. Mit einem Schlag. Nase. Gibt's nicht. Aber ich müsste fast alle anderen Comments wieder repariert haben. Ich muss die nur mal irgendwie unterm Stream wieder anpassen. Die hat schon Schlimmeres gehabt. Die Nase wird es überleben. Sie überlebt Lava, also wird es auch einen Sturz auf die Nase überleben. Okay, also ich halte fest. Fire 3 kann ich jetzt nicht bekommen. Und Lightning 2 und 3 bekomme ich immer halt einmal pro Durchgang nur. Wenn das korrekt ist, dann schreibe ich ja und ich gehe jetzt ins New Game Plus, gucke mich ganz kurz da um und dann bin ich durch. Wenn es nur ein Sturz wäre. Dass sie dann in die Lava reinfliegt, da kann ich ja nichts für. Vor allem, hier ist sie auch noch. Ja, das ist wahrscheinlich dann für später wieder gedacht. Es ist dann bestimmt für das nächste Area ein Rückweg oder so. Ja, muss so passen. Gut. Dann lese ich nochmal das Ding. Prepare the Secret Stage for rewarding with the fourth elemental magic if you beat it. Habe ich aber ja schon. You should challenge the Secret Stage before you enter the second round. Ach so, ach. Ach, die Secret Stage ist quasi das Ding gewesen. Ah, okay. Jetzt habe ich es verstanden. Okay. Early Access zu Ende. Cool. Ja, hat sich gelohnt. Zwar doch kürzer als gedacht. Ich dachte, das Spiel wäre länger und wäre vielleicht schon fertiger, aber muss ja nicht. Save profile and go back to title. You will restart from the starting level with your current status. Ja, mach mal. Jetzt finde ich blöd, wenn man die nie sortiert. Sucheingabe. Ich lösche einfach mal alles, was ich nicht mehr brauche. Okay, damit wäre Little Witch Nobeta durch. Für den Moment. Ich mag es halt nicht, wenn Spiele noch nicht durch sind. Also wenn sie nicht fertig sind. Das habe ich bei Code Vein jetzt das Problem mit den DLCs. Und bei Blasphemous mit dem DLC. Aber okay. Ja, hier Load Game. Wenn ich jetzt... Ah, Advanced mit Städtchen. Misty Moon Forest. Was? Misty Moon Forest? Kronschrein. Man kann bestimmt auch später draußen im Wald rumrennen, oder? Ich meine, momentan ist es ja wirklich nur so Untergrundgewölbe in dem Schloss-Ding. Habe ich ein neues Kleid? Nee, es ist nur die Belichtung, oder? Ich habe kein extra Kleid. Ja, habe ich nicht. Code Vein Platin, nie wieder. Ja, Code Vein habe ich auch 100% gemacht. Ich habe nur eine Sache erschummelt. Ich habe diese ganzen Multiplayer-Tokens einfach per Safe Game genommen von irgendwem anderes. Weil ich hatte keinen Bock, jetzt irgendwie 400 Leuten bei irgendeinem Boss zu helfen. Das war mir dann doch zu viel. Aber alles andere habe ich gemacht. Aber ich habe die Ingame-Achievements nicht geholt, weil mit den DLCs gab es ja hier die drei neuen Bosse. Und dann kann man ja quasi den Boss separat immer höher schalten vom Damage. Und da hatte ich absolut gar keinen Bock drauf. Ja, das allein dauerte bei mir 10 Stunden. Siehst du? Wenn du halt jemanden hast im Premade, ich meine, ich hätte jetzt mit Fluas machen können. Er hat ja sogar gut Vein wieder installiert gehabt, deswegen glaube ich. Aber man hätte es auch offline machen können, in diesen Challenge-Türmen halt. Da gab es halt irgendwie einen Gegner, der es relativ zuverlässig droppt. Aber es war mir einfach zu blöd. Aber ja, das Achievement jetzt auch dann nicht holen, war dann fand ich auch nervig. Da wurde ich aber verraten. Mach du erstmal die Motte fertig. Du beschwerst dich bisher immer noch über das Ausweichsystem. Guten Morgen, Granny. Ah, oh. Ja, ich, ich hab's überlesen. Ich dachte, es war wieder irgendwie ein Emote-Spam. Ich hab den grünen Namen nicht davor gelesen. Warum bist du um 15:45 noch wach um diese Uhrzeit unter der Woche? Hast du Urlaub?
Das ist auch dumm. Natürlich ist das dumm. Die Dinger farmen. Und da halt 400 Stück von für ein Achievement. Ich meine, ich habe auch 900 Krogsamen in Breath of the Wild gesammelt, aber trotzdem. Das war selbst mir too much. Bin wach geworden, kann nicht mehr schlafen. Ihhh, okay. Das ist natürlich blöd. So, ist jetzt hier irgendwas Tolles Neues im New Game Plus? Bekomme ich mehr Erfahrung, wenn ich euch platt mache? Gibt es irgendeinen Vorteil daran? Okay, ihr geht gerade so down. 28 habe ich. Was kriege ich jetzt? Okay. Die geben sogar relativ gut wieder. Und ja, hab Urlaub diese Woche. Ja gut, dann ist es ja nicht ganz so schlimm. Wann kamst du? Hatte kurz vor Chatfindung verloren. Wahrscheinlich, nee, irgendwie zwischen euren Nachrichten. Warte, wann war das? Irgendwie zwischen Code Vein und Platin. Gerade eben erst. 900 Crocs, auch das nie wieder. Ja, das habe ich einmal für meinen Hauptspielstand gemacht. Und ich glaube, in meinem Master Mode Spielstand würde ich es nicht machen wollen. Im Master Mode alleine schon die Prüfung des Schwertes auf Stufe 2 und 3. Das war im Endeffekt einfacher als was ich dachte ursprünglich. Aber trotzdem, nie wieder. Ich habe das einmal gemacht in meinem Leben im Master Modus Stufe 2 und 3 vom Master Schwert. Und. Ne. Never ever again. Da muss man halt. Ich habe es auch nur mit Videos nebenbei gemacht. Damit ich direkt gucken konnte, was zum. Achso, ach, der Raum war das. Damit ich direkt gucken konnte, wo welcher Gegner war und welche Taktik am besten ist in dem Raum. Und Raum. Nee, Prüfung Nummer 3 war auch noch einfacher als Prüfung Nummer 2. Danke für das Abo, Granny. Wir gucken uns jetzt die irre lange Animation an. Kann man den Text eigentlich in der Box lesen? Aua, verdammt, Moment. Für dieses kleine Sub-Alert habe ich ungefähr 5 bis 6 Stunden lang Ocarina of Time gemoddet. Ja, man kann es lesen, gut. Ich musste mir die Beta-ROM raussuchen. Ich musste die Beta-ROM mit einem Extra-Tool musste ich bearbeiten. Und dann musste ich auch noch da ja, hinbekommen, das vernünftig aufzunehmen und zu schneiden. What the fuck war das? Hi, er macht dir Damage. Igitt. Au, ich mag die Fernkampftypen nicht. Ich hab kein Mana mehr. Scheiße. Subpipe, yay. Ja, wie gesagt, und die Prüfung in Breath of the Wild, die dritte, die war einfacher als die zweite. Ich weiß nicht warum. Weil in der zweiten musste man am Anfang so viel. Verdammt. In der zweiten musste man zu Anfang relativ oft fliegen. Und mit Bomben angreifen aus der Luft. Und das konnte ich absolut nicht. Kriege ich eigentlich, Moment, kriege ich da vorne auch Dingens neu? Hier das Buch nochmal. Oh, Moment. Ich heile mich über einmal. Warum hast du nicht auch das Schwert verändert? Ja, weil ich konnte nur den Text anpassen. Ich hätte auch noch das Bild ändern können, aber ich konnte das Schwert nicht ändern. Du musst dir ja quasi vorstellen, die Textbox ist ein 2D-Element. Und den Text kann ich verändern per Tool. Ich kann auch das kleine Bild daneben verändern oder komplett rausnehmen. Aber das Schwert aus der Truhe kann ich halt nicht so einfach ändern. Nicht ohne Programmierkenntnisse. Hier war nur, genau, Life Crystal drin. Ich wollte das Schwert ändern, aber ich kann es halt rein vom Wissen her, kann ich es nicht. Es ist über meiner Macht in dem Moment. Der nächste Schritt wäre natürlich dann einfach das Ganze vielleicht von wem machen lassen für ein bisschen was. Als Animation einfach nur. So als kleine Pixelart-Animation. Danke für den Sub in schon 5 Monaten. Achso. Und ist ein alter Freund. Ja. Ich weiß nicht, ich vermisse hin und wieder die gute alte Zeit, wo man sich zu viert mit Voice und Shinky hingesetzt hat und einfach nur random ein paar Runden gespielt hat. Kriege ich jetzt eine siebte Tasche? Ich krieg eine siebte Tasche. Okay.
Weiß nicht. Und wenn es nur irgendwie welche Maps in Fortnite waren, so blöd, so nervig ich Fortnite eigentlich finde. Aber dein Streamplan, mein Arbeitsplan, das passt halt alles absolut nicht übereinander. Voice hat seit einem halben Jahr ungefähr eine Festanstellung bekommen. Gott, mein Hals. Voice ist seit einem halben Jahr ungefähr festangestellt oder seit April, Mai, glaube ich. Davor hat er da ein Praktikum nur. Shinki ist ja sowieso mit seinem Studium seit letztem Jahr fertig gewesen. Aber Shinki hat an sich trotzdem noch relativ viel Zeit. Ich habe heute Abend auch mit Shinki mal wieder seit Wochen ein bisschen gespielt. Mit Voice habe ich Samstagabend 2 Stunden Smite gespielt. Das Problem bei Voice ist halt, wenn er dann abends frei hat, dann geht er halt, macht er nicht mehr viel. Da macht er wirklich halt nur irgendwie, keine Ahnung. Ein bisschen Pokémon Go und das war's auch dann schon. Und er ergibt sich dann halt meistens nur das Wochenende. Jetzt habe ich irgendwas im Hals. Moment. Oh Gott. Also ist es schwieriger geworden, irgendwie mal Zeit zu finden dafür. Und da ich meistens Nachtschicht mache, passt das sowieso mal so ein bisschen weniger ins Pokémon Go. Ja, stimme ich dir voll zu. Dieses böse Pokémon Go. Halt, abbrechen. Nee, Arkan. Und jo. Ist der Kristall auch kaputt? Ja, er ist kaputt. Ja, ich stehe meistens so zwischen, je nach Schicht, zwischen 16 und 20 Uhr halt auf. Oder 16 und 19 Uhr. Da bist du entweder schon am Stream oder Voice ist Pokémon Go am Raiden. Das passt da schon mal nicht ganz gut immer. Wie kann man das denn nicht langweilig werden? Also Pokémon Go. Frag mich nicht. Er hat seinen Pokédex seit Jahren eigentlich voll. Er könnte locker ein halbes Jahr Pause machen und könnte dann die neuen Pokémon fangen. Halt, falsche Richtung. Aber ich weiß nicht. Also ich laufe jetzt übrigens im New Game Plus nur noch ein bisschen rum, weil ich jetzt noch am Labern bin. Jetzt das Spiel wechseln wollte ich jetzt nicht mehr. Und wenn ich das Spiel noch wechsle jetzt gleich, dann wechsle ich höchstens auf Smite für 1-2 Runden noch. Aber ja, wie gesagt. Was zum... Achso, die Katze. Ja, skip. Wäre dabei. Okay. Dann wäre ich zumindest um diese Uhrzeit nicht alleine. Gut. Dann laufe ich noch bis zur nächsten Götterstatue hier. Guck mir vielleicht noch mal kurz den Boss an. Ich guck mir einmal den Boss noch an. Das ging dann plan. Der müsste jetzt ja auch gleich kommen. Und dann wechsle ich noch auf 1-2 Runden Smite. Und dann, ja, dann habe ich knapp 6,5 bis 7 Stunden heute Abend gestreamt. Mehr als ich wollte. Und was ich wollte eigentlich. Ja doch, eigentlich kommt hin. Ich wollte eigentlich nur bis 1. Wenn du mit deinem Akkum spielen willst. Ja, wenn nachts wer da ist, dann ja. Ab. Das Problem ist nur, ich glaube, außer dir spielt keiner Smite. Ist du noch schlafen? Weiß ich nicht. Ich habe morgen um 13, also ich habe heute um 13 Uhr einen Termin. Muss also um 12 Uhr aufstehen, spätestens. Damit ich um 1:30 losfahren kann, damit ich um 13 Uhr da bin. Können auch Vollgeist. Habe ich nicht. Das ist mir mit 20 Euro auch noch ein bisschen zu teuer. Also für so, für da, ich sag nicht, dass das Spiel schlecht ist, aber für das, was das Spiel quasi ist, eine Minispielsammlung, gebe ich keine 20 Euro aus in der Early Access. Das ist auch wieder das, was ich meine. Nobeta hier sind jetzt 10 Stunden Spielzeit ungefähr und kostet 8 Euro irgendwas. Ist ein Early Access und wird weiterentwickelt und Fall Guys kostet halt direkt 20 Euro als Early Access. Und ist natürlich gehypt wie sonst was. Wie gesagt, schlecht ist es ja nicht. Aber trotzdem, das ist mir dann nicht wert vom reinen Gameplay. So 10 bis 12 Euro würde ich dafür ausgeben. Aber 20... Vielleicht im nächsten Sale.
Ja, wo war ich gerade? Genau. Ich weiß, das Problem, was ich habe, ist halt, ich spiele ja hin und wieder nachts Smite auch im Stream, wenn ich irgendwie, wenn es gerade mal hinkommt. Kann ich hier eigentlich die Tür irgendwie auch öffnen? Nö. Das ist die einzige Tür, die ich nicht öffnen kann, glaube ich. Ich weiß, ich finde das immer so ein bisschen blöd, wenn dann halt nachts wirklich Leute kommen, die Smite gucken. Und dann irgendwie auch, ja, was ist blöd? Nee. Kann man so auch nicht sagen. Wie formuliere ich es am besten? Wenn ich relativ viele Follower nachts bekomme, die aufgrund von Smite da sind, aber Smite halt bei mir nur ganz selten mal im Stream Nummer 5 Smite nur ganz selten gespielt wird. Das ist immer so ein bisschen blöd, finde ich zumindest. Lo, du bist wahrscheinlich mal gerade Level 5. Weißt du, du hast dir das Godpack gekauft, aber nicht weitergespielt. Gute Voraussetzung. So. Trade kann ich noch. Ne, kann ich nicht. Okay. Ich habe irgendwie komplett anderes Gefühl für den Wert eines Spiels. Ja, wie gesagt, das Spiel hier, was ich jetzt spiele, das hat jetzt 10 Stunden Spielzeit ungefähr gehabt. Oder was habe ich jetzt? Moment. 13 Stunden in den letzten 2 Wochen. Also 12 Stunden, bis ich es durch hatte. 13 Stunden für einen Early Access, 8 Euro, ist okay. Problem ist halt, Fall Guys kostet halt direkt 20 Euro. Und es ist, ich meine, es ist ein Multiplayer-Titel. Man muss halt dann Leute haben, mit denen man das spielen kann. Dann macht's, kann man es auch gut spielen. Und dann ist der Preis vielleicht auch gerechtfertigt irgendwo. Aber für Spiele wie Terraria oder Skyrim habe ich auch nur 5 bis 10 Euro bezahlt. Und habe auch über 400 Spielstunden. Sind wir mit Flo? Willst du wissen, wie ich das bewerte? Fall Guys? Ja, kannst du ja mal sagen, was du davon hältst. Deine Bewertung. Skip die Sequenz. Bin ich ja mal gespannt, wie schnell er jetzt down geht. Wie schnell bist du down? Okay, jetzt bin ich gespannt auf den Damage. Okay. Verdammt. Also er hält genauso viel aus wie seine stärkere Rüstung im letzten Game. Ah, ich wollte blocken. Verdammt. Ja, mach den Schlag. Das ist gut. Okay. Okay, nice. Okay, solange er auf Distanz bleibt und nur den Angriff macht, ist das ganz easy. Ich hab kein Mana mehr. Okay. Eventuell soll ich mal Markstar. Nein, nicht runterwerfen. Einsetzen. Okay, irgendwie ist der Boss auf die Art und Weise extrem easy. Oh Gott. Moment. Ich weiß gar nicht, hat Flo Smite überhaupt noch installiert? Ich würde jetzt nicht drauf verwetten. Oh, scheiße. Irgendwie ist Eis overpowered gegen ihn. Und ich habe bei dem Boss so viele Probleme gehabt. Okay, Unknown Spectre Armor, First Tribe New Game Plus. Eventuell habe ich ein bisschen zu viel Damage. Eventuell. So, es macht mega Bock. Hätte auch 60 dafür bezahlt. Wegen Vorgestern habe ich wieder Takeshis Castle geguckt. Nee, zu wenig Speicher. Ich liebe es. Ja, ich habe es damals auch gern geguckt. Okay, New Game Plus ist also auch nicht so schwer eigentlich, wenn man das Spiel einmal durchgespielt hat. Gut zu wissen. Aber, boah, vor allem, ich habe erst die Demo gespielt, dann habe ich das Spiel nochmal runtergeladen, dann habe ich das richtige Spiel gespielt, wieder von vorne angefangen, den Boss wieder gemacht und jetzt im New Game Plus nochmal. Also, das ist schon
Das können nicht viele Spiele von sich behaupten, dass ich da so, ja, gut dran gesessen habe. Was ist eigentlich jetzt, wenn ich jetzt hier hingehe? Wind habe ich schon auf Level 3 gemaxt. Was bekomme ich jetzt dann hier drinne? Pick up Wind. Achso, okay. Dann, ja. Da schon auf Max ist, macht es keinen Unterschied, aber okay. Gut zu wissen. Man könnte alternativ, wenn man die ganzen Geheimgänge nicht findet, kann man auch das Spiel einfach dreimal durchspielen für alles. 14, also nicht viel. Ich denke, ich werde mal schlafen gehen. Bin schon viel zu lange wach. Jo, gute Nacht, Tobi. Ich mache jetzt ja auch hier mit der Nobeta Schluss. Wie gesagt, New Game Plus. Wenn ich Langeweile habe, nebenbei beim Video schauen oder so, dann spiele ich vielleicht für mich weiter. Aber im Stream bin ich jetzt damit durch, eigentlich. Bis dann mal irgendwann das Spiel weiter ist. So, was level ich jetzt noch? Komm, HP noch ein bisschen. Und Mana nochmal. Gut. Und die Höhle ist echt performance-lastig, irgendwie aus irgendwelchen Gründen. Auch gut zu wissen. So, return to title screen, confirm. Gut. Jetzt kann ich natürlich nicht notieren, wo ich das Video cutten muss. Das muss ich selber rausholen. No Stolper Run, könnte ich mir hier vorstellen. Ich glaube, bevor ich einen No Stolper Run mache, mache ich lieber einen No Damage Run. Das ist wahrscheinlicher bei meinem Können. Aus einer Hölle hat man halt nicht so eine. Achso, aus einer Höhle. Ja. Nette Erklärung. So, gut. Dann, ja, Fazit zu Little Witch Nobeta. Nettes Anime, Loli, Hexen, Souls-like. Bin gespannt, wie das Game sich jetzt entwickelt noch von den Bossen. Es hat halt noch ein bisschen wenig Content. Und die Story ist halt auch relativ nicht vorhanden, aber es hat jetzt, sagt es auch vielleicht erst nur mit die ganzen Item-Beschreibungen. Vielleicht ein paar Items einbauen, die dann irgendwie bestimmte Attribute verstärken. Verschiedene Elemente noch einbauen, also mehr Elemente, mehr Gegnertypen. An der KI schrauben, damit die Gegner nicht in Lava runterrennen. Bei Nee, lieber nicht, weil dann kann man nicht farmen. Aber okay. Ansonsten, ja. War seine 8 Euro wert bis hierhin. Sehr gespannt, wie es weitergeht. Boah, dann jetzt Exit und ich wechsle auf Smite.